Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Krypto-Freunde. Florian Pürner wieder hier von coin-blog.de. Heute wieder mit den News zu Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum, Blockchain-basierte Assets und Co. Und wir sind hier gleich wieder auf CoinMarketCap und gucken uns hier die Marktkapitalisierung an. Wir sind jetzt mittlerweile auf 460 Milliarden, also es geht wieder aufwärts, wenn wir uns hier alles ansehen. Sehen wir auch sehr, sehr vieles in Grün hier, Monero 15%. Oder kommen wir jetzt gleich nochmal dazu, da kam was in den News. Tron hat sogar hier, nachdem es ja vor einer Woche da ein bisschen weit unten war, wieder nach oben. Was ich sehr spannend finde, einer meiner Lieblinge, was ich auch selbst meine, das ist hier der Litecoin, satte 30% in den letzten 24 Stunden. Ethereum, Bitcoin 9%, Ripple, da kommen wir auch gleich nochmal zu News, sogar 12% hier, also sieht recht stark aus. Kann sein, dass das Ganze jetzt langsam wieder in Fahrt kommt, nachdem wir ja jetzt Anfang des Jahres 2018 hier eine kleine Fahrt hatten. Ich gehe jetzt hier mal in den 7-Tages-Chart. Da sieht das Ganze recht schön aus. Wenn wir in den 3-Monats-Chart gehen, sieht das Ganze hier so aus. Also wir waren ja hier im Dezember schon bei knapp 20.000 US-Dollar. Kommen wir gleich zu den News. Und zwar sind wir hier als allererstes bei der Cyberkriminalität hier bei Bitcoin Echo. Und zwar geht es hier um CoinHive. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Malware bei Telegram, Sicherheitslücken beim Mining. Den Artikel findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Ja, und zwar geht es darum, Cyberkriminelle haben ein Skript namens ba.js verändert, um eine Mining-Software von den CoinHive auf Weblogs zu installieren. Ja, der PC wird dann für Monero Mining beispielsweise genutzt, ohne dass der Nutzer selbst davon etwas mitbekommt. Ja, die Hersteller von TextHelp haben daraufhin die WordPress-Erweiterung Browse Load am 11.02. vom Netz genommen, um die Nutzer hiervor zu schützen. Und auch werden hier Schadsoftware über Telegram im PDF-Format runtergeladen. Daher rate ich euch, nicht gleich alles runterzuladen, was ihr in den Gruppen geschickt bekommt. Ja, das war's erst dazu. Dann haben wir wieder den IWF hier nochmal drin. Hatte ich ja schon im letzten Artikel bzw. im letzten Video erwähnt. Aber die IWF-Chefin Christiane Lagarde hat erneut gewarnt vor Kryptos und fordert natürlich weiterhin nach Regulierungen. Und da die Dame sich ja jetzt schon des Öfteren für Regulierungen geäußert hat, kann man auch davon ausgehen, dass der IWS in den nächsten Monaten bestimmt da einige Schritte erwägt. Und hier dieser Artikel, den findet ihr natürlich auch wieder unter der Videobeschreibung. Hier geht es darum, dass drei europäische Finanzaufsichtsbehörden, also die EBA, die EIOPA und der ESMA, warnen auch schriftlich die Bürger Europas vor Risiken von Kryptowährungen. Dann hier Coincheck wird von 10 Kryptotradern angeklagt, da sie laut Reuters an ihre Kryptowährungsauszahlungen nicht mehr rankommen. Also die wurden eingefroren und die Herren, die werden jetzt hier Coincheck quasi verklagen. Inwieweit es funktioniert, das bleibt abzuwarten. Genau, dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt und zwar Microsoft plant in Zukunft seine Authenticator-App DID-Unterstützung hinzuzufügen, um Identitätsdaten und kryptografische Schlüssel zu verwalten. Im Oktober 2017 berichtete Cointelegraph, dass eine Reihe von Regierungen weltweit ein Blockchain-basiertes Identitätsmanagementsystem einführen wollen,
um die Kontrolle von Daten von Regierungen oder Unternehmen auf einzelne Bürger zu verlegen. Ja, dann kommen wir nochmal zu einem ganz spannenden Thema, das ist in der Krypto-Szene schon seit längerem hier präsent, seit einigen Tagen, und zwar der BitGrail Nano-Hack. Es wurden ca. 176 Millionen US-Dollar in Form von Nano, ehemals Rayblocks, gestohlen bzw. gehackt. Dabei ist es auch unmöglich, den gestohlenen Betrag zu erstatten, und BitGrail will jetzt vorerst prüfen, wie sie rechtlich hier vorgehen, bevor sie eine klare Aussage treffen. Dann kommen wir zu Südkorea. Da gab es ja in letzter Zeit ja schlechte Nachrichten. Oh, okay, der Artikel ist down. Cointelegraph. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen, worum es da ging. Südkorea denkt über die Einführung eines Genehmigungssystems für Kryptobörsen nach, welches auf der New Yorker Bitlizenz, also auf dem New Yorker Bitlizenzsystem basiert. Die endgültige Entscheidung soll, glaube ich, im Juni 2018 fallen. Und laut einer Studie halten auch mehr als ein Drittel der Koreaner rund 5.000 US-Dollar in Kryptowährungen, und 80% der südkoreanischen Investoren, die in Kryptowährungen investiert haben, haben auch Gewinne erzielt. Ja, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Nochmal, warum ist Ripple vielleicht gerade so um die 12% gestiegen? Vor 12 Stunden, glaube ich, kam der Artikel hier auch im Handelsblatt raus. Und zwar, Western Union prüft Ripple für Transaktionen. Und zwar soll hier wirklich getestet werden, inwiefern eine Bank jetzt Ripple schon testen kann. Ich persönlich bin kein Fan von Ripple, weil es halt natürlich, weil es offensichtlich ein Coin für die Banken ist. Und ich bin ja eher so der Fan, ein System neben den Banken zu schaffen, dass wir hier wirklich ein faires System bekommen. Und die Banken sind halt schon so stark verwurzelt, meiner Meinung, meiner persönlichen Meinung nach, in die alten Strukturen, dass das kaum noch möglich ist, da wirklich, ja, ein gesundes System daraus zu basteln. Ja, die nutzen jetzt den Ripple vielleicht, um einige Sachen für sich zu vereinfachen, um da vielleicht auch Kosten zu sparen, aber Ripple wird, sage ich mal, an der Krankheit im System jetzt nichts wirklich ändern können. Ja, das ist alles hier natürlich keine Anlageberatung. Bitcoin sieht aber jetzt wieder etwas bullischer aus, wenn wir da jetzt in den 7-Tages-Chart gehen, vor allem wenn wir in den jetzt die letzten 24 Stunden ansehen, da sieht es dann schon sehr gut aus. Wie gesagt, jeder muss natürlich selber die Verantwortung tragen hier in diesem Markt in Kryptowährung. Ich hoffe, das Video hat für euch interessante Neuigkeiten beinhaltet. Lasst einen Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Mich würde es freuen, wenn ihr auch auf meinen Coin-Blog vorbeiguckt, www.coin-blog.de. Dort findet ihr auch sehr interessante Artikel, die euch weiterhelfen, vielleicht auch zum Verständnis über Kryptowährungen, Blockchain und Co. Bis dahin freue ich mich aufs nächste Mal. Euer Florian Pürner. Ciao.